Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es einfach darum, wie ihr solch einen Sonoff Basic, generell Sonoff, Sonoff Produkte over the air flashen könnt. Und zwar ganz, ganz, ganz einfach. Nicht so wie die ganzen Tutorials, die jetzt aktuell schon im Netz existieren, wo ihr dann irgendwie erst Python runterladen, installieren müsst und dann so ganz kompliziert mit irgendeiner, mit einer Command Line oder sonst was da irgendwie hin und her rattern müsst. Ganz einfach, es gibt eine Exe-Datei, die könnt ihr euch einfach bei GitHub runterladen. Link natürlich in der Videobeschreibung. Die ladet ihr runter, die führt ihr aus. Und dann macht ihr jetzt alles das, was ich jetzt hier in dem Video mache. Ich habe hier auch noch einen komplett neu, frisch verpackten Sonoff Basic. Der ist auch tatsächlich von der neueren Auflage. Ich guck mal, dass wir das irgendwie hier mal scharf gestellt bekommen. Genau, sollte so jetzt auf jeden Fall scharf sein. Das ist einer der neueren, das erkennt ihr anhand der Verpackung, weil es gibt einen älteren, sage ich mal, und einen neueren. Und das hier ist definitiv der neuere, weil viele Leute gesagt haben, dass der neuere sich nicht über diese Methode flashen lassen würde. Und ich wollte einfach mal so ein bisschen aufräumen, eben genau mit dieser Aussage, mit diesem, ja, dass das eben behauptet wird. Ich packe das hier mal aus und dann seht ihr auch, das ist ein komplett frisch neu verpackter. Ich habe den noch nie aufgemacht. Ich habe hier mir damals, ich habe das mal in einem Video erzählt, 50 Stück von solchen Sonoffs bestellt, als die bei GMS gerade im Angebot waren. Da habe ich natürlich ordentlich zugeschlagen und es ist halt hier komplett neu, auch noch hier mit Tütchen und alles drum und dran. Ja klar, ich könnte das jetzt auch einfach hier eingepackt haben, aber glaubt mir einfach, es ist ein neuer Sonoff. Und dann habe ich hier natürlich auch schön mit Adern-Endhülsen versehen. Einfach so eine ganz normale Kette hier von so einer Lichterkette. Ja, der ein oder andere Elektriker wird jetzt hier bestimmt wieder meckern und tun und machen und lassen. Ich hole mir kurz einen Schraubenzieher. Da habe ich auch schon wieder mein schönes Jackly-Schraubenzieher-Set. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Packe ich euch natürlich auch nochmal in die Videobeschreibung, weil da ist wirklich hier zack alles mit drin. Und dann habe ich hier quasi einfach den Aufsatz und dann kann ich mir hier den passenden Schraubenzieher rausholen. Das ist jetzt hier in dem Fall Kreuz. Sehr, sehr klein. Dann nehmen wir einfach genau das hier, zack, ihr steckt das hier so rein und dann passt das Ding hier wieder zur Seite. Gibt es auch noch eine kleine Verlängerung, Pinzette, alles mit dabei. Das Ding kostet, glaube ich, irgendwie 7, 8 Euro oder was weiß ich. Oder lass 11 Euro kosten, das große Set, keine Ahnung. Dann kann ich das jetzt hier einfach aufschrauben, dass wir jetzt hier Null und Phase auf jeden Fall reinstöpseln können. Und ja, machen wir das soweit auf. Kommen hier einmal die zwei Pins rein. Es ist noch nicht weit genug auf. Pin Nummer 1 und Pin Nummer 2. So, beide drin. Einmal festschrauben. Übrigens nicht wundern, warum ich das jetzt hier einfach so reinstecke. Ich habe hier mir eine kleine Markierung gemacht. Ich weiß genau, was davon Phase ist und was davon Null ist, weil ich habe mir quasi die Phase hier an der Seite mit so Kratzern versehen und Null ist jetzt hier an der Seite quasi ganz normal und ich weiß auch, welche Seite das hier vorne ist. Von daher alles safe und wir machen das aber jetzt trotzdem nochmal hier so drauf, zumindest auf der einen Seite. Das, komm, auf der anderen Seite machen wir die Abdeckung hier auch drauf. Ich schraube das jetzt nicht fest, weil ich werde da einfach nicht beziehungsweise ich schraube es lieber doch fest, sicher ist sicher, dass hier einfach nichts passieren kann. Dass ich da nicht, sag ich mal, aus Versehen dran packe. Hier brauchen wir jetzt einen größeren Schraubenzieher, einen größeren Bit. Nehmen wir den hier. Zack. Und dann einfach das hier so ein bisschen handfest schrauben, das schickt schon. Weil nicht, dass hier aus Versehen das Ganze irgendwie aufgeht und dann packt man da rein und dann ist man so ein bisschen tot. Das ist irgendwie uncool, ne? Aber ihr müsst euch immer im Klaren sein, das ist hier wirklich Hausstrom, mit dem wir arbeiten. Das ist nicht mal eben eine kleine Bastelei in einem Radio, sondern schon irgendwie was Größeres. Also da sollte auf jeden Fall ein bisschen Vorsicht gewaltet sein. Da solltet ihr auf jeden Fall ein bisschen Vorsicht walten lassen. So, das war das, was ich sagen wollte. Genau, so packen wir das hier wieder schön zur Seite. Zack, haben wir das einmal schon mal so. Und dann haben wir das so hier weit vorbereitet. Das ist jetzt quasi euer Sonoff. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, ne, hier kommt eure Phase in euer Null rein. Dann habt ihr hier quasi den Verbraucher. Allerdings, ja, ne,
einfach quasi schon zwischenschalten. Und mit der App müsst ihr hier im Grunde genommen erst einmal auch gar nichts machen. Ich zeige euch jetzt gleich, wie das alles funktioniert. Hier habe ich mir quasi schon mal so einen Stecker vorbereitet. Da kommt das Ganze jetzt einfach rein. Zack. So. Und dann fängt hier der Sonoff auch schon an zu blinken. Ihr seht es. Na? Hat er jedenfalls gerade... Ach, verdammt, jetzt habe ich genau drauf geguckt, als er geblinkt hat. Achtung, jetzt gleich hier vorne kommt es nochmal. Genau, da war's. So, also der ist jetzt soweit schon mal aktiv. Und jetzt können wir hier einfach in den Browser gehen. Ihr seht hier, ich bin schon auf GitHub drauf. Dann seht ihr hier einfach Zone over the air 0.1b, was weiß ich. Könnt ihr euch einfach diese Sonota Exe runterladen. Das habe ich hier schon gemacht. Das ist das Ding hier, was bei mir auf dem Desktop ist. Das sind 7,04 Megabyte. Das ist im Grunde genommen nichts. Hier steht es auch nochmal 7,04 Megabyte. Und genau. Ne, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, meldet euch einfach hier im Forum an. Ein bisschen Eigenwerbung muss ja hier auch an der Stelle mal sein. Es werden eigentlich ziemlich viele Fragen beantwortet und übrigens bin ich auch durch mein eigenes Forum tatsächlich auch darauf aufmerksam gemacht worden. Hier, macht doch mal ein Video über diese Sonota Exe. Total viele Leute machen das noch voll auf die komplizierte Art und Weise. Da gibt es aber was viel Einfacheres. Macht doch mal ein Video drüber, um die Leute zu informieren. Das mache ich hiermit. Hallo. Und genau, wie gesagt, hier einmal runterladen. Links zu allem natürlich in der Videobeschreibung. Und ja, genau, hier haben wir die Sonota Exe. Da gehen wir quasi jetzt einfach mal drauf. Ich mache jetzt hier einfach mal einen Doppelklick. Ich ziehe das hier mal ein bisschen größer. Genau, und dann läuft hier das ganze Programm auch schon durch. Ihr müsst quasi nichts installieren, nichts machen, nichts tun. Einfach nur das Ding starten und dann fertig. Und dann fragt er jetzt hier Select IP Address. Ne? Also jetzt sagt er hier quasi, ihr müsst ja hier sehen, da steht hier halt einmal Current IP Address ist hier 192, 168, 178, 94. Also das ist die IP Adresse von unserem Laptop hier. Also in dem Fall hier von unserem Xiaomi Notebook Pro. Übrigens Gerät, was ich mega krass empfehlen kann, Hammerteil, packe ich euch auch nochmal unten in die Videobeschreibung rein, weil boah, ich einfach geil. Vor allem für den Preis. Und genau, dann wählen wir hier die 0, damit wir quasi hier die IP-Adresse wählen. Ihr seht, da steht 0, Doppelpunkt, 192, 168 und so weiter und so fort. 0 und dann Enter. Jetzt müssen wir die Wi-Fi SSID, also den Wi-Fi-Namen, also ne, wenn ihr übers Handy euch ins Wi-Fi einwählt, dann steht ja immer erst so ein Name, wo ihr quasi mit welchem WLAN ihr euch verbinden möchtet. Und das ist in meinem Fall Shimmer-Media. Und dann machen wir hier einfach ein Enter, weil so ist unsere Wi-Fi-ID, so Wi-Fi-SSID. Und jetzt geht es darum, das Passwort einzugeben. Ist jetzt hier natürlich in meinem Fall zensiert, was ich eingebe, aber ihr versteht, ja, das muss jetzt hier eingegeben werden. So, das haben wir jetzt eingegeben. Einmal mit Enter das Ganze bestätigen. Using the following, bla 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 und so weiter und so fort. So, jetzt muss man quasi sich mit dem Wi-Fi von dem Sonoff verbinden. Da steht hier auch, please change to Wi-Fi, bla bla bla, the default password is so und so. To reset Sonoff to default, press the button for 7 seconds. Also man muss hier quasi jetzt den Knopf von dem Sonoff 7 Sekunden lang drücken. Achtung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann lasst ihr den los und ihr seht auch schon, der blinkt jetzt hier so. Ich weiß nicht, ob man das wegen dem Licht vielleicht sehen kann. Ja, er blinkt hier so und dadurch haben wir ihn quasi in diesen Modus gepackt. Und jetzt müssen wir hier nach dem Wi-Fi, ihr seht es hier, etit, bla 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 und so weiter und so fort. Nach diesem Wi-Fi müssen wir jetzt suchen. Das machen wir jetzt einfach mal. Klicken wir hier unten drauf und dann sehen wir hier auch etit, bla bla bla, gesichert. Da klicken wir einmal drauf, klicken auf Verbinden. Und jetzt müssen wir das Default-Passwort, steht jetzt hier auch direkt mit dabei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und klicken hier einmal auf Weiter, bla 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 und so weiter und so fort, ja, machen wir einfach hier ja. So, und jetzt seht ihr auch schon, dass er hier das Ganze auch schon weitergemacht hat. Provisioning complete, starting stage 2, der IP-Address of Server Host und so weiter. Hier natürlich den Zugriff einmal zulassen, so. Dann macht er hier quasi alles weiter. Das Ding geht jetzt hier an, aus, an, aus, an, aus ein paar Mal. Und er packt hier den ganzen Code aus, ja, was er hier alles macht. Und flasht jetzt sozusagen einfach die neueste Tasmota-Firmware auf euren Sonoff drauf. Ne, das Device
Acknowledging our action, bla bla bla, with error code 0. Also es werden jetzt hier kein Error. Jetzt blinkt das hier ganz schnell. Ja, ihr seht es. Kann man das sehen? Ja, so jetzt nicht mehr. Jetzt blinkt es nicht mehr. Device, jetzt muss man sich, glaube ich, hier irgendwie Device acknowledging our action request. Jetzt muss ich hier irgendwas machen, noch meines Wissens nach. So, jetzt gehen wir einfach nochmal hier unten drauf. Jetzt haben wir hier Final Stage. Dann gehen wir jetzt einmal in die Final Stage, klicken hier einmal auf Verbinden, weil mit der müssen wir uns einmal verbinden. Diese Final Stage ist ganz wichtig. Am Ende noch. Jetzt wird das hier quasi abgerufen. Jetzt ist hier, genau, important, after download is complete, bla bla bla. You must connect to Final Stage Process. Das haben wir jetzt hier an der Stelle gemacht. Genau, Final Stage SSID und so weiter. Ensure all firewalls have been. Genau. So, das hat jetzt auf jeden Fall funktioniert. OTA Image Arduino.bin. So, er verbindet sich jetzt mit Final Stage. No longer on Final Stage. Sollte sich jetzt hier auf jeden Fall mit der Final Stage verbinden. Jetzt blinkt das hier auf jeden Fall wieder. Ah, okay. Final Stage SSID will disappear when the device has been fully flashed and imaged. Also wahrscheinlich verbindet er sich jetzt deswegen aktuell nicht mit der mit dieser SSID Final Stage, weil die jetzt wahrscheinlich schon weg ist, weil das Ding jetzt schon voll geflasht ist. Ja, ihr seht, wir sind jetzt hier auch schon wieder verbunden mit Shimmer Media. Und jetzt haben wir hier Sonoff 05 bla 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 ist jetzt hier offen. Damit können wir uns jetzt hier verbinden und dann passt auch, was passiert. Jetzt sollte sich nämlich gleich ein Browser öffnen. Bam, da ist das Ding. Und hier können wir jetzt unsere ganzen Einstellungen vornehmen. Ja, hier können wir jetzt quasi einfach nochmal die SSID von unserem WLAN, womit wir uns mit dem Gerät verbinden möchten. Also jetzt in dem Fall hier wieder Shimmer-Media. Und dann können wir hier noch natürlich das Passwort eingeben. Das machen wir auch noch schnell. So, und dann können wir jetzt hier quasi auch noch den Hostnamen vergeben. Also wie soll das Gerät heißen? Jetzt hier in dem Fall Sonota YouTube Flash. So nennen wir das Ganze. Save. Ja, können wir hier speichern, können wir auch lassen. Nee, soll jetzt hier nicht gespeichert. Trying to connect to connect device to network. Device will restart in a few seconds. So, das Ding ist jetzt quasi hier sozusagen einmal neu gestartet. Und jetzt können wir auch direkt in den Router reingehen. Das machen wir mal ganz kurz. In meinem Fall ist das hier fritz.box. Einmal Enter. Und dann gebe ich hier mein Passwort ein. Gehen wir in den Router rein. Unter Heimnetz, Heimnetzübersicht, Netzwerkverbindungen. So ist es jedenfalls bei mir. Übrigens im Hintergrund dieses Sonoff over the air, diese Sonota-Echse, die könnt ihr jetzt einfach schließen, weil das Ding ist jetzt schon rum. Das Ding ist fertig geflasht und einfacher denn je. Also ich glaube, einfacher kann es gar nicht sein. Und dann können wir jetzt hier nach dem Gerät einfach suchen. Entweder heißt es jetzt schon so, wie ich es jetzt eben auch genannt habe, also mit diesem Sonota bla bla bla, oder es heißt einfach Sonoff. Schauen wir mal gerade nach. Hier haben wir es schon. Ihr seht hier, Sonota YouTube Flash, ja, hat hier die IP-Adresse mit der 97 und da können wir jetzt das Ganze einfach einmal markieren. Ist egal, den Rest füge ich jetzt gleich so hinzu und dann kopieren und dann können wir hier einen neuen Tab aufmachen. Können jetzt hier 19 und den Rest fügen wir quasi einfach aus dem Speicher hinzu, also hier Rechtsklick einfügen und dann haben wir hier die IP-Adresse, können einfach auf Enter klicken und dann sollten wir jetzt auch schon Zugriff auf diesen Sonoff bekommen mit der Tastmotor-Firmware, wenn das Ding jetzt hier schon neu gestartet ist. Ich schau mal gerade ganz kurz. Ja, der ist scheinbar noch nicht neu gestartet. Ich würde sagen, ich starte ihn einfach mal neu, indem ich kurz den Stecker ziehe und dann wieder den Stecker reinstecke. Zack, einmal raus und dann wieder rein. So, jetzt sollte er auf jeden Fall hier einmal neu gestartet sein.
So, an und aus hier über das Ding funktioniert schon mal. Und dann machen wir jetzt hier einmal neu laden. Ach, natürlich sollten wir. Ja, okay, super. Jetzt haben wir einmal neu geladen. Und jetzt sehen wir hier direkt Zone of Basic Modul on-off. Und wenn ich jetzt hier einfach mal, ne, ihr seht hier den Zone off. Und wenn ich jetzt hier quasi auf Toggle klicke, Boom on, Boom off, Boom on, Boom off. Und kann hier natürlich jetzt auch alle weiteren Einstellungen machen. Ich kann jetzt hier natürlich einfach hergehen und kann hier Configuration zum Beispiel hingehen. Könnte jetzt, na, muss halt erstmal laden, Configuration hingehen. Dann könnte ich jetzt hier Configure Wi-Fi, Configure MQTT, könnte das Ding jetzt hier quasi in den IO-Broker integrieren, könnte hier andere Sachen noch einstellen, könnte hier zum Beispiel das Logging, das ist ja für den Zonoff Pow relativ wichtig, dass das Logging hier unten nicht bei 300, sondern bei 10 zum Beispiel ist. Das habe ich übrigens in dem einen Video vergessen zu erwähnen, wo es um die Waschmaschine geht. Genau, da müsst ihr nämlich hier, also falls ihr das Video mit der Waschmaschine gesehen habt und ihr fragt euch, warum das bei mir besser funktioniert als bei euch, ich habe da vergessen, hier euch einfach zu zeigen, dass ihr das Ganze auf 10 stellen müsst. Habe ich im Forum nochmal berichtigt mit einem Screenshot und einer kleinen Anleitung. Dementsprechend hoffe ich, dass ihr mir das verzeiht. Genau, hier könnt ihr, wie gesagt, sämtliche Einstellungen machen. Auch hier Configure Modul. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Zonoff Pow oder Zonoff TR16 oder Zonoff Touch oder was weiß ich für einen Zonoff geflasht habt, dann könnt ihr jetzt hier quasi hergehen und könnt sagen, hier, das ist jetzt ein Zonoff RF, ein Zonoff TH, ein Zonoff Dual, Zonoff Power, Zonoff 4-Channel, was auch immer ihr für ein Zonoff gerade über diese Methode geflasht habt. Und dann funktioniert das Ganze. Mehr gibt es dazu im Grunde genommen nicht zu sagen. Es ist so einfach, wie es nur einfach eben sein kann. Und damit könnt ihr eure Zonoffs einfach over the air flashen, ohne komplizierte Installation, ohne sonst was. Einfach nur mit der Exe-Datei und bam, das passt. Jo, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch allen ein preiswertes Smart Home. Wenn ihr mir noch kein Abo gelassen habt, dann abonniert meinen Kanal. Wenn ihr, ja, lasst mir bitte auch noch ein Like natürlich unten da und einen Kommentar in der Videobeschreibung, wie das jetzt bei euch funktioniert und ob ihr jetzt auch eure Sonos over the air flasht. Und ja, ich habe ja nach wie vor auch noch die ganzen Tutorials online, wie ihr das Ganze mit serieller Schnittstelle flashen könnt, weil das mache ich tatsächlich in vielen Fällen auch, weil es auch relativ schnell geht und weil natürlich bei dem einen oder anderen Zonoff ich sowieso die Pins hier, also gerade GPIO 14 und Ground, verwende. Und dann muss sowieso das Ganze aufgelötet sein. Dann kann ich es auch, wenn ich es gerade eh auflöte, auch dann darüber flashen. Allerdings habt ihr jetzt auch noch eine weitere Variante, wie ihr das Ganze flashen könnt. Und zwar einfacher als die meisten anderen Tutorials, die es so auf YouTube gibt. Und dann würde ich sagen, ja, wie gesagt, preiswertes Smart Home euch allen. Wenn ihr noch Fragen habt, packt einfach, registriert euch im Forum, macht euch einen Account, schreibt eure Fragen dort rein. Es wird die Community, mittlerweile sind so viele Leute da, die sind, glaube ich, rund um die Uhr, ist mindestens immer irgendeiner online, der euch irgendwie helfen kann. Wenn nicht, helfe ich euch, soweit ich das halt eben kann, schreibe euch immer Antworten, guckt, dass ich mit Screenshots und kleinen Videos euch helfen kann. Und ich hole mir natürlich dort auch immer Anregungen für weitere Videos, wie jetzt halt auch dieses Video jetzt hier entstanden ist. Und dann würde ich sagen, ja, ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, jetzt kommt es ein drittes Mal, alle guten Dinge sind drei. Ich wünsche euch noch ein preiswertes Smart Home und macht's gut, bis zum nächsten Mal.